Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute geht es um ein paar Tipps und Tricks, wie auch ihr den Schlachthof schafft. Weil ich weiß, dass da einige Leute ziemlich am Struggeln sind. Einerseits ganz doll würde helfen, wenn ihr Uber-Unix habt. Das ist natürlich ein schlechter Tipp, weil Uber-Unix gibt es nicht an jeder Straßenecke. Harlekins Krone, Melted Heart. Jede Art von Uber-Unique macht euch eigentlich stärker. Ich würde, glaube ich, nur den himmlischen, den, wie heißt der nochmal? Himmelring? Sternloser Himmelring? Sekunde, ich gucke eben nach. Ring der sternlosen Himmel. Den würde ich mal ausklammern. Ich glaube, der hilft nicht so mega bei dem Schlachthof. Alle anderen Sachen aber auf jeden Fall. Vor allen Dingen Harlekins Krone. Und Melted Heart, damit könnt ihr euch Builds bauen, die euch extrem weiterbringen. Ein Geheimtipp von mir, den seht ihr schon, ist Ahavarion Stab von Lykander. Ich hatte vorher hier ganz normal einen Dolch und auch einen Fokus, aber mit dem Stab und dem Effekt, und ich hätte es nicht gedacht, dass das jemals vorkommt. Ich habe echt gedacht, der Stab ist useless. Aber für mich persönlich, der Stab. So ein kleiner Geheimtipp für Sniper Dungeon, für den Schlachthof vom Zier. Warum werdet ihr gleich sehen? Dann nochmal ein kleiner Tipp. Auf jeden Fall immer ein Elixier drin haben. Elixier der Eisenhaut. Für mich einer der besten Elixiere für den Schlachthof. Aber da müsst ihr mal selber schauen, was ihr da habt. Dann nochmal alle Widerstände auf maximales Level bringen. Dann natürlich wichtig, dass die Glyphe, die ihr von Zier bekommt, in eurem Paragon-Board verwurstet wurde. Wie ihr das macht, das bleibt euch überlassen. Wichtig ist natürlich, dass ihr dann in diesem Paragon-Board jeden möglichen Knotenpunkt mitnehmt und zwei Knoten, seltene Knotenpunkte dabei habt, die für euch auch hilfreich sind. Es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, einen Knotenpunkt zu nehmen für ein Bild, den ihr gar nicht spielt. Deswegen passt da auf, dass ihr da den richtigen Knotenpunkt nehmt. Ansonsten seid euch nicht zu schade, um euch Builds anzugucken im Internet. Shoutout geht raus an Rob. Dann ganz wichtig, sucht euch einen Sweet Spot aus, wo ihr den Dungeon relativ sicher schafft, schnell schafft. Wie ihr den schnell macht, das zeige ich euch gleich auch noch. Und relativ viel Erfahrung bekommt. Für mich ist der Sweet Spot aktuell Stufe 7. Ich finde, 7 schaffe ich noch relativ easy, ohne dass ich sterbe und auch noch relativ schnell. Deswegen würde ich mir jetzt mal ein paar 7er machen. Zack. Und einen davon mal starten und damit euch reingehen und dann nochmal ein paar Sachen erklären. Da gibt es nämlich nochmal 2, 3, 4 Kniffe, die wichtig sind. Unter anderem die Schreine, die ihr im Dungeon seht, die sind extrem wichtig. Die Schreine im Dungeon sind sehr wichtig und deswegen auch der Stab von Lykander. Für alle Magier- und Druidenspieler überlegt mal, ob ihr vielleicht den Stab mitnehmen wollt, weil der Stab gibt euch einen Schreineffekt random, wenn ihr einen Elite-Gegner killt. Und da wir nur auf Elite-Gegner gehen, habt ihr immer einen Schreineffekt eigentlich aktiv und die sind wirklich key. Ihr seht, ihr werdet sehen, ich werde die normalen Gegner alle ignorieren, weil anders als ich am Anfang gedacht habe, geben die normalen Gegner viel, viel weniger als die Elite-Gegner. Das heißt, ich renne bis zu einem Pulk von Elite-Gegnern, kille nur die Elite-Gegner und renne dann zum nächsten Pulk von Elite-Gegner. Und noch ein Tipp. Ihr seht gerade, hier sind Gegner mit Schilden. Die Schilde müsst ihr entfernen, indem ihr die Gegner besiegt mit einem Pfeil nach oben. Ich versuche euch das so gut es geht im Video einzublenden. Ist vielleicht nicht so einfach, um euch das zu zeigen. Ich bin gerade auch selber am Suchen, wo der Pfeiltyp ist. Ah, ist gestorben. Sehr gut. Und erst dann könnt ihr nämlich die Leute mit einem Schild killen. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt nach 1000 Spielstunden erst gelernt. Shoutout geht raus an den Chat, die mir das gesagt haben. Und da seht ihr schon, mein erster Schreineffekt ist kanalisieren. Das heißt, ich habe unendlich viel Mana, was für Magier natürlich sehr gut ist. So, oh, diese Explosion, das sind die schlimmsten. Die Gift- und die Feuerexplosion. Da solltet ihr euch auf jeden Fall immer in Acht nehmen. Deswegen auf jeden Fall mit Ton spielen. Sobald ihr diesen komischen Ton hört mit der Giftexplosion, rennt da weg. Das killt einfach alles One-Shot. Also egal, ob ihr meldet habt oder nicht, das killt euch. Das macht so unfassbar viel Schaden. Rennt da einfach weg. Und ja, so rennen wir jetzt von Elite zu Elite und killen nur die Elite. Und was ich eingangs sagte mit dem Schreien-Effekt, wenn ihr die Möglichkeit habt oder versucht, zum Ende bei den drei Bloodseekern einen Schrein in der Nähe zu haben, den ihr noch nicht genutzt habt. Weil das hilft euch dann,
die zu besiegen. So ein Schreineffekt ist wirklich key und macht euch alles sehr viel einfacher. Und das ist auch der Grund, wieso ich Stab von Lykander aktuell nehme. Damit habe ich jetzt auch Stufe 9 geschafft und bin jetzt auf Stufe 10. Aber es ist einfach viel zu schwer, Stufe 10 noch zu machen. Und viel zu gefährlich, Stufe 10 noch zu machen. Deswegen mache ich immer wieder Stufe 7 und level so erstmal die Glyphe von Zier. Ich glaube, die hat einen anderen Namen, aber ihr wisst schon, die neue Glyphe. Und ihr seht, hier sind richtig viele Schilddudes und ihr müsst jedes Mal suchen, wo der Typ ist mit dem Pfeil, damit ihr die Schilddudes killen könnt. Dazu lohnt es sich auch, die Damage-Zahlen auszumachen, so wie ich das hier auch habe. Als die im Campfire die Damage-Zahlen hatten, haben alle erst gedacht, okay, wieso hat die Damage-Zahlen aus? Das ist nicht ganz koscher, was soll das? Jetzt weiß ich wieso, damit man sieht, wo die Gegner sind, was für Attacken kommen und so weiter. Wenn ich die Damage-Zahlen nicht aus hätte, würde ich hier nichts sehen außer Damage-Zahlen. Und das ist eine extreme Behinderung. Und verhindert, dass ich hier auf Sachen reagieren kann, wie Attacken oder die Explosion oder sonstiges. Und halt eben, ich sehe bei den Schilddudes nicht den Typen mit dem Pfeil nach oben. Und ja, ihr seht, ne, ich gehe nur auf die... Oh, das ist natürlich sehr nice. Da kam der random Schreineffekt rein von Stab von Lykander. Und es ist der hier. Der ist mit eigentlich der Beste. Der macht mega Schaden. Der macht euch unverwundbar. Das wäre so ein... Okay, sehr gut. Und ihr könnt auch mal ein bisschen abschalten. Ihr müsst euch nicht so krass konzentrieren. Das ist schon ganz gut. Da haben wir nochmal einen Schrein. Den will ich auch nehmen. Die Bloodseeker sind noch zu weit weg. Aber ansonsten... relativ easy, ne, muss man sagen. Stufe 7. Relativ easy. Ich bin jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, dass ich der krasseste Diablo-Spieler bin. Also, da ich denke schon, dass das der ein oder andere auch hinkriegt. Also, doch schon. Ey, wo, da ist er. Muss hier, man muss sich echt konzentrieren, Leute. Also, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Man darf hier nicht einmal drauf gehen. So, da sind die Bloodseeker. Da gibt es auch verschiedene. Manchmal haben die so ein so eine Kuppel um sich rum. Das ist gerade für den Ball Lightning sehr schlecht. Da haben wir den ersten Down. Ah, diese Wände sind auch ganz schlecht für den Ball Lightning, weil dann alles kaputt geht. Und immer schön auf euer Leben achten. Das ist auch ganz wichtig. Und dann gegebenenfalls auch mal rausgehen aus dem Fight und mal kurz weg heilen und wieder rein. So. Aber das sollte jetzt kein Problem mehr werden. Ganz wichtig, ich zeige gleich nochmal eine vampirische Fähigkeit, die extrem wichtig ist, weil die euch sehr viel Death gibt. Guck mal hier erstmal. Vielleicht auch interessant für euch. Die Tränen der Blutglyphe für Level 7 kostet fast 20.000 Erfahrung. Und Stufe 7 Schlachthaus gibt 2.500. Stufe 8 gibt 2.900. Und Stufe 9 gibt 3.500. Und ich weiß von Brutal aus Community, Stufe 17 gibt 9.000 Glyphenerfahrung. Und dass die Glyphe auf Level 16, 17, 18 oder so über 60.000 kostet. Also, ja. Es gibt auch eine Möglichkeit, ich könnte natürlich auch Schlachthof Stufe 1 und 2 die ganze Zeit immer wieder machen. Das ist natürlich sehr viel einfacher. Sucht euch da euren Sweet Spot. Vielleicht seid ihr auch stärker als ich mit einem Barbaren oder so. Und sagt, ey, Stufe 10 geht echt easy klar. Da macht ihr halt immer wieder Stufe 10. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, auf Teufel komm raus vielleicht 15, 18, 20 oder höher zu machen. Sondern lieber ein wenig weiter unten die Siegel machen und dann safe innerhalb von 2-3 Minuten, wie lange hat das Siegel gedauert, vielleicht 3-4 Minuten, die 2000, 3000, 4000 Glyphenerfahrung zu holen und erstmal Tränen aus Blut zu leveln, weil das, wenn die mal levelt, hier richtig reinböllern kann. Ne? Wenn ihr das hier, wenn ihr das hier seht, 79% Schaden obendrauf, Intelligenz obendrauf. Und dann noch die Brennsachen von den seltenen Knoten. Ja, also, fassen wir nochmal zusammen. Der Stab, kleiner Geheimtipp von mir, weil die Schreineffekte wirklich mega gut sind. Dazu könnt ihr natürlich auch noch die Schreineffekte ein wenig verlängern.
Das ist ein Affix, den ihr auf eure Rüstung packen könnt. Uber-Yonix, wenn ihr noch keine habt, ihr habt 6 Wochen Zeit, noch Duriel zu farmen. Harlekins Krone und Melted Heart, aktuell würde ich sagen, die besten. Dumi und OP für Barbaren, Necros und Jäger auch mega gut. Und das Elixier wäre sehr wichtig für 900 mehr Death. Schaut, dass eure Widerstände auf maximalen Level sind, weil das ist das, woran man am meisten stirbt, die Widerstände. Feuer, Gift, Schatten, Blitz, das ist immer so, was am meisten Schaden macht. Das war es soweit von meiner Seite. Wenn ihr noch Siegelpulver braucht, dann checkt mal das Video hier ab. Da habe ich erklärt, wie man am besten Siegelpulver farmen kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Follow auf dem Kanal da, ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.